Hallo zusammen. Kennt ihr das? Man stößt beim Surfen im Internet auf etwas furchtbar Spannendes, was man unbedingt einem Freund zeigen will. Das kennt jeder. Die Welt ist voller erstaunlicher Dinge, sowie Wunderwerke der Natur, und durch die Social Media werden sie heute für uns immer zugänglicher. Na, habt ihr Lust, euch überraschen zu lassen und viel Neues zu erfahren? Zum Beispiel, welche Maissorte regenbogenfarbene Körner hervorbringt und wie die akustische Levitation funktioniert? Dann schaut euch das Video zu Ende an und vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Lasst uns loslegen. Der perfekte Bratgrat. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein rotierender Grill, der auf dem Gyroskop-Prinzip beruht. Wir wollen uns nicht in Einzelheiten darüber ergehen, wie es genau funktioniert, weil das den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde. Wir sagen nur, dass es ein Kreiselstabilisator ist, der Anfang des 19. Jahrhunderts erfunden wurde und seitdem bei der Herstellung ganz vieler Produkte zum Einsatz kommt. Angefangen bei Spielzeugen wie Jojos oder Kreiseln bis hin zu Smartphones. Aber es wurde noch nie zuvor in der Gastronomie verwendet. Die Idee mag euch absurd erscheinen. Wie soll das gehen, fragt vielleicht der ein oder andere. Die Betreiber dieses Lokals halten sie aber für gar nicht verkehrt. Mit ihrem Know-how haben sie nicht nur jede Menge neue Kunden gewonnen, sondern auch das perfekte Bratverfahren für Fleisch erfunden. Durch das ständige Drehen bleibt es nämlich saftig und wird gleichmäßig von allen Seiten gegrillt. Bei dem Anblick kriegt man echt Hunger. Magnetischer Tanz. Die moderne Kunst umfasst längst nicht nur Marmorskulpturen und Ölgemälde. Heutzutage gibt es alle möglichen Konzept- und Installationskunstwerke. Eines davon heißt Reflection Pool und wurde von Eric Misplay geschaffen. Habt ihr irgendwelche Ideen, was das sein könnte? Nicht? Dann passt auf. Der Mann ist durch einen NASA-Wissenschaftler auf dieses Konzept gekommen. Der US-Forscher hat sogenannte Ferrofluide erfunden, um damit die Treibstoffzufuhr unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit in Raketenantrieben zu regulieren. Diese bestehen aus wenigen Nanometer großen magnetischen Partikeln, die in einer Trägerflüssigkeit kolloidal suspendiert sind. Misplay fand die Idee sehr spannend und beschloss, sie bei einem seiner Werke zu verwenden. Und so ist der Reflection Pool entstanden, auf dessen Oberfläche der Betrachter in Echtzeit samt all seinen Bewegungen als Silhouette dargestellt wird. Der Pool ist mit 320 Magneten versehen, von denen jeder als eine Art aktiver Bewegungssensor agiert. Das ist übrigens nicht die einzige Installation von Eric Misplay, der diesem Prinzip zugrunde liegt. Und das Komischste ist, dass die Ferrofluide in der Raumfahrt nie Anwendung fanden. Wer wagt es jetzt zu sagen, dass Kunst und Wissenschaft unvereinbar wären? Bunter Mais. Wir sind uns sicher, dass ihr zunächst gedacht habt, dass es kein Mais wäre, sondern irgendwelche komischen Dragees. Tja, das ist nachvollziehbar, aber das ist wirklich eine Maissorte. Sie wurde von einem Halb-Cherokee-Indianer namens Carl Barnes entwickelt und auf den Namen Glasperlenmais getauft. Doch genau genommen war es nicht derjenige, der sie als erster selektiert hat. Lange vor ihm wurden solche regenbogenfarbigen Maiskolben von seinen indianischen Vorfahren angebaut, die den nordamerikanischen Kontinent bevölkert haben. Barnes hat auf ihr Wissen zurückgegriffen, um die Maissorte wieder zu kultivieren. Allerdings wurde sie früher meistens nicht zum Verzehr, sondern als Bastelutensil benutzt. Da stellt sich die logische Frage, ob man die bunten Körner vom Kolben überhaupt knabbern könnte. Theoretisch kann man es schon, aber besser nicht, weil sie nicht gekocht werden sollten, da sie zu fast 100% aus fester Stärke bestehen. Doch dafür machen sie sich umso besser als Popcorn. Und wie aus dem Namen ersichtlich, eignen sie sich perfekt zum Basteln von Halsketten oder Hausdekorationen, die garantiert Blicke auf sich ziehen werden. Ungewöhnlicher Nagellook. Wer sagt denn, dass Maniküre nur was für Frauen wäre? In Japan gibt es Männer, die auf diese Beauty-Behandlung stehen. Ihnen geht es allerdings nicht nur darum, mit der Mode Schritt zu halten, sondern sie brauchen sie für ihre Arbeit. Tja, dieses Nageldesign sieht gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig aus. Es lässt die Fingernägel wie winzige, gezackte Sägen erscheinen. Wieso man seinen Nagelplatten so etwas überhaupt antut? Das ist Teil eines traditionellen japanischen Kunsthandwerks namens Nishijin-Ori, dessen Ursprünge viele Jahrhunderte zurückreichen. Die Zacken an den Nägeln ermöglichen es den Männern, die Fäden besser zu greifen und durchzuziehen. So entstehen wahre Meisterwerke der japanischen Webkunst. Handy aufladen per Schaukel. Ohne Smartphone ist man heutzutage bekanntlich nur ein halber Mensch. Man verfällt gleich in Panik, wenn man zum Beispiel inmitten einer Shoppingtour feststellt, dass dem Handy der Saft ausging. Denn in diesem Fall kann man mit seinen Freunden weder einen Treffpunkt vereinbaren, noch den Weg zu einem unbekannten Ort finden, noch sich die Zeit während einer langen U-Bahn-Fahrt vertreiben. Deshalb wäre es toll, wenn es in allen Einkaufszentren und anderen öffentlichen Gebäuden Ladestationen für mobile Endgeräte gäbe. Ausgehend von dieser Idee hat man am Utrechter Hauptbahnhof drei Schaukeln aufgestellt, mit denen man sein Device aufladen kann. Davor muss man die Energie erst noch generieren, indem man sie nutzt. So kann eine langweilige Sache wie das Handyaufladen sogar Spaß machen und zur sportlichen Betätigung des Reisenden und Passanten beitragen. Papierskulpturen.
Der japanische Hersteller Triad hat sich entschieden, die sonst eher einfunktionalen Papierquader mit einer künstlerischen Note zu versehen. Omoshiroi-Block, zu deutsch Spaßblock, nennt sich diese lasergeschnittene Form, bei der jedes Blatt ein bisschen anders als das vorherige ist. Durch das Entnehmen der Notizzettelchen ergibt sich nach und nach eine feinteilige Skulptur. Der Hersteller bietet eine Vielfalt an Motiven an, von Meisterwerken der traditionellen japanischen Architektur über Klavierflügel bis hin zu pittoresken Landschaften. Man braucht nur einen Blick darauf zu werfen, um die Langeweile zu verjagen. Na, sucht ihr schon im Internet danach? Mittelalterliche Körperrüstung. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie es den schwer geharnischten Rittern im Mittelalter gelang, gegen Feinde zu kämpfen, zu reiten und sogar ein beeindruckendes Maß an körperlichem Geschick an den Tag zu legen? Man möchte gar nicht daran denken, wie viel ihre Rüstung gewogen hat. Wenn man in einer solchen Blechbüchse steckt, hat man noch kaum Bewegungsfreiheit. So scheint es zumindest, aber das stimmt nicht ganz. In Wahrheit boten viele Ritterrüstungen ziemlich viel Flexibilität und Tragekomfort. Guckt euch zum Beispiel diese Eisenschuhe an, die im Laufe mehrerer Jahrhunderte in Europa verbreitet waren. Sie sind sehr beweglich, da sie aus mehreren schmalen Stücken bestehen. So ähnlich sieht es auch bei anderen Plattenrüstungen aus. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es schon gewusst habt. Kuriose Erfindung. Keine Ahnung, wie man auf so eine Idee kommen konnte. So etwas könnte man sich nur als Träumender oder im Zustand eines veränderten Bewusstseins ausdenken. Nichtsdestotrotz erfreut sich das Ding großer Beliebtheit bei Amazon-Nutzern auf der gesamten Welt. Falls ihr noch nicht darauf gekommen seid, was das ist ein Futterhaus für Eichhörnchen, das einen neugierigen Nager für ein paar Sekunden lang wie ein Einhorn aussehen lässt. Genial, oder? Naturwunder. Solche unregelmäßig geformten Strukturen aus Sand bilden sich in bestimmten Wüstenregionen vorwiegend nach starken Regenfällen und nennen sich schlicht Sandrosen. Sie entstehen aber auch während der Trockenzeit. Durch schnell verdunstende Oberflächenfeuchtigkeit wird Grundwasser durch Kapillarkräfte nach oben gefördert. Die im Wasser gelösten Salze kristallisieren aufgrund der fortschreitenden Verdunstung aus und bilden zusammen mit dem Sand die charakteristischen blattförmigen Strukturen. Sieht wunderschön aus, oder? Fliegende Riesensäge. Das Steuern eines Hubschraubers ist per se eine große Herausforderung, die nicht jeder gewachsen ist. Der Job dieses Piloten ist aber so schwer, dass viele seiner erfahrenen Kollegen mit ihm überfordert wären. Er fliegt nämlich einen Helikopter, an dem eine gewaltige Säge befestigt ist. Nein, wir reden gerade nicht von einem Horrorfilm. So werden in den USA Freileitungen vor dem Wuchs umliegender Bäume geschützt. Das bizarre Gerät besteht aus 10 super scharfen Sägeblättern. Es wird an den Hubschrauber durch ein knapp 30 Meter langes Seil gebunden. Ihr fragt euch vielleicht, wieso man die Bäume nicht vom Boden aus beschneiden könnte. Ganz einfach, sie sind so groß, dass man an ihre Krone nur aus der Luft herankommt. Cooles Gartenwerkzeug. Ihr müsst euch gedacht haben, dass es sich hierbei um einen Produktionsfeder handelt. Gibt es denn etwas Nutzloseres als einen löchrigen Spaten? Wofür soll der gut sein? Tja, es kommt auf die Situation an. Man kann das Werkzeug sehr gut gebrauchen, wenn man ein Grundstück mit Lehmboden hat. Denn die Löcher verhindern, dass die Erde am Spaten haften bleibt, was die Arbeit damit vielfach beschleunigt. Paradox, aber wahr. Ungewöhnliches Bett. Guck's mal, dieses Bett besteht zu 100% aus Papier. Nein, ihr habt euch nicht verhört. Sein großer Vorteil liegt darin, dass es sich in Windeseile ohne zusätzliche Verbindungsteile auf- und wieder abbauen sowie in der Breite variieren lässt. So kann es auch als Sessel genutzt werden. Der ganze Spaß kostet etwas mehr als $500. Allerdings ist das Bett nur bis zu 100 Kilogramm belastbar und nur innerhalb Japans lieferbar. Einkaufsliste aus Metall. Noch vor 10 Jahren ging man mit einem handgeschriebenen Einkaufszettel in den Supermarkt. Mittlerweile klingt es total altbacken, denn man kann eine Einkaufsliste sehr schnell auf dem Handy erstellen. Und um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert zogen viele Hausfrauen Papierzetteln solche metallischen Vorrichtungen vor. Die Lebensmittellisten konnten selbstverständlich nicht geändert werden, aber man konnte bereits erledigte Einkäufe vermerken, indem man die speziellen Pfeile bewegte. Es ist schon erstaunlich, wie schnell Technologien sich weiterentwickeln und unsere Gewohnheiten sich ändern. Die Einkaufslisten bleiben jedoch über Jahrhunderte hinweg unverändert. Lebendige Porträts. Wenn man die Bilder von Sergei Cadenas betrachtet, könnte man fast glauben, dass das Bildnis des Dorian Gray, des berühmten Schriftstellers Oscar Wilde, auf wahren Begebenheiten basieren würde. Es liegt an einer ganz speziellen Technik, die der autodidaktische Künstler aus Katalonien selbst entwickelt hat. Er begann mit der Malerei erst im Alter von 30 Jahren. Seine faszinierende Kunst spielt mit den räumlichen und inhaltlichen Perspektiven. Cadenas Kunstwerke erzeugen mit Hilfe von harten vertikalen Streifen ihre Transformationen. Er malt Personen auf jeweils einer Seite der Streifen, sodass man, wenn man das Kunstwerk aus einem anderen Winkel betrachtet, das Motiv so sieht, wie es vorgesehen war. Dieser Effekt verflüchtigt sich, wenn man sich auf die andere Seite seiner Arbeit bewegt, wo man die andere Seite der bemalten Streifen sieht. Sergei Cadenas offenbart zwei verschiedene Porträts in einem einzigen Bild. In einem Stück kann sich die porträtierte Person in eine andere oder gar in ein Tier verwandeln. Oder eine junge Frau zeigen, die viele Jahrzehnte alterte und zu einer älteren Version ihrer selbst wird. Unfassbar, oder? Akustische Levitation.
Für diejenigen von euch, die die Wirkung des Lieblingszauberspruchs von Hermine Granger, Wingardium Leviosa, schon immer faszinierend fanden, haben wir gute Nachrichten. Es sieht so aus, als ob man heutzutage auch in der nicht-magischen Welt Gegenstände in der Luft schweben lassen könnte. Und zwar mit Hilfe der akustischen Levitation. Es ist ein Verfahren, das auf der Kraft der Schallwellen beruht. Vor ein paar Jahren haben britische Wissenschaftler es mit dieser Methode geschafft, eine Kugel aus Polystyrolschaum schweben zu lassen. Die Forscher rechnen damit, dass man sie in Zukunft in verschiedenen Produktionsbereichen einsetzen könnte, wo eine extreme Sauberkeit in der Produktion und Montage sowie ein Minimum aus Kontakt zu den produzierenden Teilen erforderlich sind, wie etwa in den Elektronikfabriken. Theoretisch könnte man mit dieser Methode irgendwann sogar Menschen schweben lassen, aber es sind noch einige Probleme zu lösen. Eines davon ist, dass lange Schallwellen, die sich am besten dafür eignen, beim Menschen für Unwohlsein sorgen. Maßgeschneiderte Wolken. Was kann eine Party unter freiem Himmel unvergesslich machen? Ein Feuerwerk wäre zu gefährlich und zu teuer. Dasselbe gilt für irgendwelche Lichterketten und ähnliche Dinge. Normale Luftballons hingegen wären zu langweilig und noch dazu nicht besonders umweltfreundlich. Es gibt aber eine Alternative. In den USA gibt es eine interessante Firma namens Smileclaws, die ihren Kunden die Möglichkeit bietet, individuell gestaltete Wolken zu basteln. Diese werden aus einer umweltfreundlichen Seifenlösung aus Wasser, Stickstoff und Helium hergestellt. Daraus lassen sich Figuren in fast allen Formen und Größen anfertigen, die mehrere Kilometer weit fliegen können. Cool, oder? Mini-Blitze. Wow, was ist das denn? Ist Zeus etwa vom Olymp herabgestiegen, um uns zu zeigen, wie gut er die Naturgewalt im Griff hat? Natürlich nicht. Dieser Effekt hat eine einfache physikalische Erklärung. Das, was man auf diesen Bildern sieht, sind ein transparenter Acrylzylinder und ein hochenergetischer Teilchenbeschleuniger. Letzterer erzeugt mehrere Millionen Volt starke Entladungen. Die Elektronen verbreiten sich blitzschnell im Material, aber treffen auf ein Hindernis, weil Acryl ein Nichtleitwerkstoff ist. Der Strom kann also nicht dadurch. Deshalb verlangsamen sich die Teilchen, was jedes Mal wie ein Mini-Blitz im Zylinder aussieht, der wunderschöne Muster bildet. Das sieht wie ein echtes Wunder der Natur aus, nicht wahr? Futuristischer Rollstuhl. Burning Man ist ein jährlich stattfindendes Festival im US-Bundesstaat Nevada, das nicht nur eine große Kunstausstellung ist, sondern auch ein Ort intensiver Selbstdarstellung und als eine große Party gilt. Dementsprechend ist es dort nie langweilig. Doch der US-Ingenieur Mark Ellis weiß ganz genau, wie man selbst aus der Menge von Künstlern und schrägen Vögeln herausstechen kann. Einmal ist er mit diesem abgefahrenen Roll- bzw. Schreitstuhl erschienen, den er selbst gebaut hat. Steampunk lebt noch! Coffee-to-go-Becher ganz besonderer Art. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als sich einen Becher Coffee-to-go auf dem Weg zur Arbeit zu holen und sich damit die Finger zu verbrennen. Denn es ist doch oft so, dass ein Becherhalter nichts bringt. Um dieses Problem zu lösen, hat ein Coffeeshop in den USA dieses Ding entwickelt. Es ist ein besonderer Becher aus Pappkarton, der mit einem speziellen Stoff beschichtet ist und bei hohen Temperaturen schlagartig an Volumen zunimmt. Er soll für effektiven Schutz vor Verbrennungen sorgen. Hört sich vielversprechend an, aber sieht ein wenig creepy aus. Schwimmendes Blatt. Diesen kurzen Clip könnte man sich in Endlosschleife anschauen, ohne darauf kommen zu können, wie dieser Effekt erzielt wird. Es sei denn, man kennt sich mit Physik aus. Aber eigentlich ist alles ganz einfach. Man hat über das Blatt ein paar Tropfen Tinte geträufelt. Indem sich diese im Wasser rapide auflöst, erzeugt sie Oberflächenspannung, die das Blatt vorwärts treibt und lässt dabei faszinierende Muster entstehen. Man kann denselben Effekt mit mineralischem Öl oder Teer erreichen. Aber wir raten euch dringend davon ab, weil man die Umwelt schonen sollte. Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.